So, im Stream möchte ich aber mit euch noch eine Sache machen, weil die kommt bei euch auch immer gut an. Und wir haben jetzt so viele neue Karten, wir können eine Teambewertung machen fürs RTG-Team. Wir haben jetzt 7 Spieler verändert. Ich mach mal den Kane wieder raus. Wir haben 7 Spieler verändert im Vergleich zur letzten Woche. Haben auch einige neue Karten drin. 18 Siege geholt. Ich habe mit denen auch schon ein bisschen Division 1 geschwitzt. Weekend League Quali, also ich habe mit denen gut Spieler auf dem Buckel. Also so die neuesten Karten, mit denen habe ich alle 42 Spiele. Also die habe ich jetzt wirklich alle ausgiebig getestet. Ich glaube nur Pop hat ein bisschen weniger, genau. Pop hat ein bisschen weniger, weil ich die als letztes gekauft habe. Die hatten nur 27. Die habe ich während der Weekend League Quali, glaube ich, geholt. Es wird wenig schlechte Noten geben. Es wird sehr, sehr wenig schlechte Noten geben. Individuelle Taktiken. Mein ganz klassisches 4-3-2-1. Also da muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Ich breche sie einmal ganz kurz runter, die Taktik, ne? Ausgeglichen. 50er Breite, 55er Tiefe, ausgeglichen direkte Pässe, 50er Breite, dann 4 Balken weglassen bei Spieler im Strafraum, 4 Ecken, 4 Freistöße, Anweisung, der Stürmer hat vorne bleiben, zentral orientieren, Abwehr überlaufen, vorne bleiben, Pop hat Abwehr überlaufen, vorne bleiben und der rechte MS hat Anspielstationen und defensive Stärken, dass du defensiv im 4-4-2 stehst, das ist jetzt nichts Neues mehr, Oberdorf, Alonso, beide hinten bleiben, Mitte abdecken, Rolfe, linker ZM, Flügel abdecken, damit sie die linke Mittelfeldposition in der Defensive einnimmt, dass du im 4-4-2 stehst, Carlos hat gar keine Anweisung. Campbell und Ferdinand hinten bleiben und Tavernier auch hinten bleiben. Also, wir fangen mal an im Tor. Ich bleib dabei. Ich finde Donnarumma super. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Also die er halten muss, hält er. Ab und zu hält er mal eine 100%ige. Es ist eine dynamische Karte. Der kostet 150, 140k. Ich würde hier, ich habe ihm, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal eine bessere Note gegeben. Aber ich habe ihn jetzt sehr ausgiebig getestet. Und mittlerweile gibt es auch einfach viele günstige Torhüter als Alternative. Deshalb bin ich jetzt nicht mehr im hohen 1er-Bereich, sondern ich glaube, ich würde mit einer 2-plus gehen. Weil ich würde halt schon mit einberechnen, dass du für 140k eine Karte kriegst, die du easy linken kannst mit Italien und PSG. Das ist super einfach. Viele spielen ja auch Mbappé. Und der ist halt ein Topmann. Und kann halt, wie gesagt, auch noch richtig hochgehen. Ich wäre bei einer 2+. Tavernier. Ich kenne eure Meinung. Viele wollen ihn mir schlecht reden. Ich habe da jetzt mittlerweile das Upgrade drauf. Es ist weiterhin eine 1+ mit Sternchen. Digga, ich lass mir nichts erzählen. Der Typ ist so krass. Der hat mich so im Rucksack. Der steht defensiv wie eine 1. Der bereitet Tore aus dem Spiel vor. Der ist schnell. Der ist physisch stark. Ich lass mir nichts erzählen. Und der tritt die mit Abstand besten Standards im Spiel. Roberto Carlos kann nach Hause gehen. Der tritt sie besser. Der tritt sie besser. Und guckt euch die Stats an, Junge. Der schlechteste Stat von ihm ist 78 Abschuss als Außenverteidiger. Wie viele Total Stats hat diese Karte bitte? Der ist überall krass. Der ist so ausbalanciert. Du kannst flanken. Du kannst rennen. Du kannst verteidigen. Du kannst mit dem schießen. Ich mache ja manchmal mit dem auch Tore aus dem Spiel heraus. Der ist defensiv ein Monster. 99 Ausdauer. Dann hat er noch unerbittlich in Silber. Ich finde den geisteskrank. Rio Ferdinand, Team of the Year. Oder Toti Icon besser gesagt. Meiner Meinung nach auch eine 1. Für mich einer der besten Innenverteidiger im Spiel. Und jetzt mittlerweile, dadurch, dass die Preise ein bisschen normal sind, der ist jetzt auf 2,5 Millionen gesunken. Der ist jetzt auch in einem Bereich, wo ich sage, das ist ein stabiler Preis für den. Der war halt vorher bei 4 Millionen. Das war halt viel zu viel. Aber für 2,5 Millionen kriegst du meiner Meinung nach einen der besten IVs im Spiel. Waschbär Plus. Auf einem IV vorbei. Absolutes Monster. So, ich habe aber jemanden, dem ich neben Ferdinand eine 1+ mit Sternchen gebe und das ist Campbell. Weil du kriegst einen Ferdinand in klein für einen Bruchteil des Preises. Dem gebe ich so dick eine 1+ mit Sternchen. Der war so krass. Das ist ein kleiner Ferdinand für so einen schmalen Taler. Was ist das? 280k für so ein Brett da hinten in der Innenverteidigung. In der Luft plus, Kante plus. Schulter an Schulter gewinnt er jedes Duell. Kopfbälle, absolute Maschine. Und der hat halt bis auf Abdrängen und Antizipation auch alle Defensiv-Playstyles. Der steht da hinten wie eine Bank. Der ist schnell, der ist physisch. Finde ich nochmal einen Tacken besser als Ferdinand. Und einfach zweikampfstark. Der ist so unfassbar gut. Roberto Carlos. Seit Football Birthday in den Future Star Icon. Würde ich jetzt auch Preis-Leistung vom aktuellen Markt berechnen. Weil die SBC haben hoffentlich nicht so viele Leute gemacht. Ich habe sie halt gemacht. Das war halt, ja. Ich wollte halt einen Spieler mit Runderball Plus haben. Also. Linksverteidiger. Ich finde ihn sehr gut. Kann aber verstehen, wenn man jetzt nicht den ruhenden Ball so sehr braucht wie ich. Ich finde es halt in dem Team sehr geil, dass ich einen Links- und einen Rechtsfuß habe, der die Ecken und Freistöße schießen kann. Kann schon verstehen, warum Leute wie Davis präferieren, weil sie halt einfach das Flankentrade haben. Und das ist halt nun mal einfach unfassbar stark. Trotz allem bin ich hier auch im 1er-Bereich. Ich glaube, ich bin so bei so einer 1-. Also es gibt Linksverteidiger, die mittlerweile für einen schmaleren Taler gleich gut bis tendenziell besser sind, aber du hast halt trotzdem
einen absoluten Brettlingsverteidiger, den du auch meiner Meinung nach easy noch das ganze Team of the Season spielen kannst. Der ist offensiv wie defensiv absolut stark. Ich muss die Standards in meine Benotung mit einfließen lassen, weil das ist halt nun mal mein Team, mein Spielstil. Und dafür ist er halt einfach für mich perfekt. Und die Trades sind halt auch lecker, ne? Der ist nie müde, du musst ihn nie auswechseln. Der hat das Flankentrade in Silber, das heißt, die Flanken kommen auch stabil. Der ist schnell, der ist defensiv da, der hat ein gutes Dribbling, der hat sehr gute Pässe. Ich wäre hier bei einer 1-. Ich finde den trotzdem sehr, sehr stark. Oberdorf auf A6. Preis 400k. Gibt's, denke ich mal, mittlerweile auch einige Alternativen, die da preismäßig ganz gut mit dabei sind. Ich muss aber sagen, Oberdorf, und das hätte ich nicht gedacht, ich habe mir die angeguckt. Alle haben immer gesagt, spiel die, die ist krass. Ich dachte mir, Alter, wenn ich einen Sechser haben möchte, der als Abräumer fungiert, und das ist sie ja offensichtlich mit Kante Plus und Abfang Plus, die hat nur ein Passplay-Style und das ist der L1-Dreieck in Silber, dann will ich halt lieber so einen Typus Vieira haben, der 1,90 groß ist und breit wie drei Schränke ist. Besser als Rice, besser als Vieira in meinem Buch. Ich kann euch nicht sagen, warum. Vielleicht, weil sie so klein ist und deshalb so agil ist, aber ich komme so viel besser mit ihr klar, als mit diesen ganzen großen Sechsern, die halt irgendwie so unbeweglich sind, hat mich absolut überzeugt. Defensiv für mich ein Kanté auf Steroiden, wirklich. Ein Kanté mit einem breiten Player-Model. Und dieses Kante Plus pusht das nochmal so krass. Richtig, richtig stark. Gegen den Ball absolut geil. Mit dem Ball war es ordentlich. Ich muss in meine Benotung mit einfließen lassen, dass es mittlerweile, finde ich, ein paar Sechser gibt, die einfach dann mit dem Ball noch ein bisschen mehr können, die auch ein paar mehr Playstyles haben. Ich fand die trotzdem all in all absolut stark. Die Stats spiegeln komplett wieder, was du bekommst. Ich bin bei einer glatten 1. Das ist eine Toti-Karte, du zahlst 400k und die sind komplett gut angelegt. 400k beim aktuellen Markt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal vergleiche, Roberto Carlos kostet 500k. Klar, er ist auch eine Icon, ist für Chemie geil. Sie ist jetzt nicht so easy zu linken, also da musst du halt schon Icons haben oder wie ich den Perfect Link mit Pop nutzen. Ich meine, hätte jetzt mit 4 Icons auch so geklappt, aber ich finde die super. Ich gehe mit einer glatten 1. Rolfe, beste SBC in EAFC 24, 1+ mit Sternchen, gar keine Diskussion. Die beste SBC, die man in EAFC machen konnte. Diese Frau im Mittelfeld kann alles. Und ich meine alles. Die macht vorne Tore, wenn es wichtig wird. Die spielt geisteskranke Pässe. Die ist absolut stark gegen den Ball. Die mit Abstand beste SBC in EAFC. Guckt euch die Stats an, brauchen wir nicht drüber reden. Die hat alles, was du brauchst. Also klar, Tricks Plus ist ein unnötiger Playstyle Plus, aber dadurch, dass die Stats alle im hohen oder über 90 sind, außer Physis, ich glaube, ich muss zu dir nicht sagen, gefühlt hat die sowieso jeder gemacht. So, jetzt haben wir aber eine neue Karte. Das ist gestört. Das ist gestört. Ihr nehmt euch jetzt mal kurz 10 Sekunden Zeit, okay? Wenn ihr dieses Video auf dem Stream-Highlight-Kanal seht oder wenn ihr gerade im Stream zuschaut. Ihr nehmt euch eine Sekunde Zeit. Ihr geht in eure Companion-App rein. Ihr guckt, was ihr bei euch im Mittelfeld auf der 6 stehen habt. Dann überlegt ihr, ob ihr den austauschen wollt. Und dann geht ihr auf den Markt und kauft euch diesen Xabi Alonso. Haben wir uns da alle miteinander verstanden? Das ist komplett vercrackt. Für 450k sag ich so, wie es ist, der beste zentrale Mittelfeldspieler in EAFC. Und deshalb habe ich auch Oberdorf nur die 1 gegeben, weil ich finde, Alonso ist halt die Oberdorf nochmal mit Steroiden drauf. Das ist so krass. Abfang plus defensiv eine absolute 1. Der ist schnell, der hat einen ordentlichen Schuss, der hat für mich von allen zentralen Mittelfeldspielern die besten Pässe im ganzen Spiel. Das ist so, so krass, Junge. 96 kurzer Pass, 95 langer Pass. Ich habe keinen Spieler gesehen, der diese L1-Dreieckpässe, dafür hat er ja den Playstyle Plus, so präzise, konstant spielt wie er. Der hat teilweise bei mir Weekend League Spiele mit einer 100% Passquote beendet. Absolut gestört. 1+ mit Sternchen. So ein unfassbar geiler Sechser. Ich bin so froh, dass ich den Untrade gezogen habe. Also da muss wirklich so viel passieren, dass der aus meinem Team rausgeht. Also da müssen schon Team of the Season Karten mit 3 Playstyle Plus kommen, die alle über 95 haben. Sage ich euch so, wie es ist. Und davon müsste ich dann Untrade einziehen, dass ich den droppe. Keine Chance. Der ist so geil. Und ich weiß nicht, ob ihr das fühlt. Schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr das fühlt. Es gibt den EAFC oder FIFA. Es gibt Spieler mit Aura. Früher war das immer Hullet. Hullet hatte im Zentrum so eine Aura. Der ist da rumgelaufen und du wusstest auf 10 Meter Entfernung, oh scheiße, Digga, da ist Hullet. Bei Gott, Xabi Alonso hat diese Aura. Du hast mit dem den Ball am Fuß im Spielaufbau und du weißt, ich kann es nicht verkacken. Du wirst von 3 Leuten gepresst, egal, Alonso hat den Ball, ich bin unpressbar. Bei Gott, der Spieler hat diese Aura. Das ist so krass, Junge. Liebe, 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 Tipp von mir, gerade im Chat nochmal gelesen, macht den Anker drauf, damit er längs hier ist und nicht Shadow. Alexandra Popp. Ist ein bisschen gesunken auf unter 600k. Ich glaube, die ist bei 550.
Ich fand sie sehr nice. Muss aber auch hier in die Preisbewertung einfließen, dass es einfach mittlerweile so viele offensive Spieler gibt, wo ich sage, 550k habe ich schon bessere Spieler gesehen. Und man muss sich so ein bisschen überlegen, wo will man sie spielen? Für welche Position ist die gemacht? Würde ich sie als einzelne Sturmspitze spielen? Nein. Würde ich sie in einem Doppelsturm spielen? Definitiv. Bei mir hier in dem System als linker MS, als unterstützender Stürmer für die Lenkzisau da vorne, war das genau das, was ich brauchte. Weil ich habe 4 Sterne Skills, ich habe 5 Sterne Weakfoot, ich habe Curve Shot Plus. Das heißt, ich kann aus allen Distanzen, aus allen Winkeln immer gefährlich sein. Vorausgesetzt, ich würde mal ein paar mehr grüne Time Finish treffen. Bei Gott, die könnte 10 Tore mehr haben in der Weekend League. Aber ich bin einfach zu doof gewesen, diese Time Finish zu treffen. Das ist mir irgendwie erst am Spiel 15 gelungen. Und dann hast du, finde ich, ich weiß nicht, wer die Pop schon gespielt hat, so ein richtig geiles Hybrid-Paket, weil die irgendwie alles kann, was eine hängende Spitze braucht. Und die kann aber auch alles, was ein richtiger Neuner braucht. Weil in der Luft Plus, die ist 1,74, die kann halt auch Kopfbälle. Die hat richtig viele Eckentore gemacht. Die ist aber klein, das heißt, die ist auch beweglich und wendig. Und du kannst auch mit der dribbeln. Die hat ein stabiles Passspiel. Die ist schnell mit 90 Tempo. Ich fand die sehr stark. Ich bin hier bei einer glatten 2. Die hat mir richtig gut gefallen. Ohne Spaß. Ein richtig schöner, unterstützender Stürmer. Hätte ich nicht gedacht. Fand ich echt geil. Und der Weakfoot ist, by the way, so gut, dass ich erst nach 10 Spielen herausgefunden habe, dass sie Linksfuß ist. Ich habe die am Anfang als Rechtsfuß gespielt. Mir ist das nicht aufgefallen. Adebayo. Ja, das tut jetzt ein bisschen weh. Und von der Statistik dürft ihr euch jetzt nicht täuschen lassen. Die Statistik, die täuscht darüber hinweg. Ich muss es so ehrlich sagen. Ich habe, glaube ich, für die Karte 175.000 Münzen bezahlt. Plus, also 175.000 für die Evos. Ne? Es ist die 99 Schießen-Evo und dann noch irgendeine gewesen für 100k. Und ich habe 60k für den Spieler bezahlt. Das heißt, ich habe 235k für diese Karte bezahlt. Ist der scheiße? Nein. Ist der gut? Auch nein. Der ist nicht gut. Problem ist bei ihm, mein Gefühl, die 99 Schießen fühlen sich genauso an, wie wenn man eine Evo macht auf einen Spieler mit 85 Schießen und der auf einmal random 99 hat. Digga, brutalste Fake Stats. Brutalste Fake Stats. Bei den Curve Shots kann ich es noch verstehen. Weil der Mann hat nur 75 EFE, dann mit Curve Shot Plus, dass dann nicht jeder in den Winkel reinfliegt, okay? Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist die Kombination aus Ruhe, EFE und dass sich die 99 Schießen einfach wie Fake Stats anfühlen. Positiv, Doppel 5 natürlich, ist sehr geil. Absolutes physisches Brett, Kopfball stark auch, alles nice. Dribbling ist okay, aber passen ist unterirdisch. Und wenn ich so ein Ding mache, mit 99 Schießen, dann muss ich das auch wie 99 Schießen anfühlen. Also, ich hatte ja zum Beispiel mal den Lukas Podolski, ist das, glaube ich, mit 99 Schießen gezockt, ne? Das war ja eine SBC oder der war zum Erzocken. Der hat sich angefühlt wie 99 Schießen, der leider nicht. Ich bin hier mit viel Wohlwollen bei einer 4+. Weil der hat halt das gemacht, was er machen sollte. Der hat ab und zu mal seine Tore gemacht, aber der hat so viel liegen gelassen. Vielleicht gebe ich ihm nochmal eine Chance, aber was Besseres als eine 4+ kann ich hier nicht geben. Ich kann es halt nicht weiterempfehlen. Rucksack der Woche 1+ mit Sternchen, mit Rolfö wahrscheinlich zusammen die beste SBC in diesem Spiel. 1, also der hat mich so getragen. Dieser Joao Felix, wobei. Das ist einfach 95 Tempo und 95 Dribbling, gepaart mit 5-Star Skills und Technical Plus, ist einer der asozialsten Dinge, die ich bis jetzt gesehen habe. Ey, wir haben mit dem so geile Sololäufe gemacht, so geile Tore gemacht. Die Karte ist original genau das, was statmäßig draufsteht. Brutal schnell, sehr geilen Abschluss, sehr geile Pässe, brutales Dribbling. Mehr brauchst du eigentlich nicht sagen. Ihr seht die Stats, der ist zu krass. Und wisst ihr, was der Wahnsinn ist? Ich habe eine Sache mit ihm noch gar nicht ausgetestet, wo mir viele schon in den Chat geschrieben haben und jetzt gerade auch wieder reinschreiben, dass er da auch heftig sein soll. Longshots. Weil der hat das Curveshot-Trade in Silber, 97 EFE und 94 Weitschüsse. Ich kann mir vorstellen, dass du mit dem auch richtig geile Curveshots, Grün-Time-Finish aus 25, 30 Metern reinlegen kannst. Habe ich jetzt hier gar nicht gemacht, diese Weekend League, weil ich persönlich finde, so wie ich spiele, kriege ich die Stärken von Joao Felix tatsächlich auf der rechten Seite irgendwie besser eingesetzt. Weil dann spiele ich den halt als diesen Tempo-Dribbler. Und da hat er mir so gut gefallen. Der war so schnell, der hat so viele Außenverteidiger überlaufen. Der ist mit seinem R1-Dribbling, der ist da durchgegangen wie Butter. Absolutes Brett. Der ist so unfassbar stark. Ich finde, bei ihm merkst du auch krass dieses Raserei in Silber, ne? Der ist so schnell, Alter. Alter, mit Abstand der beste Spieler diese Woche in der Weekend League gewesen. Der hat mich zusammen mit Alonso und Campbell, die drei, Alonso, Campbell
und Felix haben mich so brutal in den Rucksack genommen. Und er wird auch der nächste Spieler, der auf dem Account rot gemacht wird. Ich glaube, ich muss in der nächsten Weekend League irgendwie 10 Siege holen, dann kann ich einen rot machen. Das wird Safe Call Felix sein. All in all, was gebe ich dem Team? Eine glatte 1. Den einzigen, den ich nicht weiterempfehlen würde, wäre Adebayo. Und dafür gebe ich dem Team keine 1-. Wenn ich Tavernier eine 1+ gebe, wenn ich Campbell eine 1+ gebe, ich gebe Alonso eine 1+, ich gebe Rolfe eine 1+, ich gebe Joao Felix eine 1+, ich habe hier 5 Leute mit einer 1+ rumrennen. Also das muss halt schon ein bisschen hochpushen, ne? Sage ich euch so, wie es ist. Ich gehe mit einer glatten 1. Das Team war absolut geil. Ich habe 18 Siege geholt. Und das, obwohl mir der Stürmer gar nicht mal so krass gefallen hat. Und ich habe irgendwie Bock, ne? Als wir den eingewechselt haben, der hat sich tatsächlich sehr krass nach einem Spieler angefühlt, der mir sehr liegen könnte. Ohne Spaß. Ich glaube, wir machen es nächste Woche mal. Der hat echt ein geiles Player-Model.